So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. The Beast Inside. So, hier wurde eingebrochen. Unsere Uschi Emma sitzt hier noch immer rum und ist total schockiert, weil wir 6 Stunden lang nicht erreichbar gewesen sind. Wir waren ja durch den Höhlen unterwegs und haben diesen großen Spion verfolgt. Und nun wurde bei uns eingebrochen. Und jetzt geht's weiter. Und Zigaretten geraucht. Mein Gott, die Frau ist schwanger. Sag mal, das hat uns schon mal angeguckt. Lass das sein. Das mach ich nicht. Hoffentlich müssen wir es nicht machen. So, also. Bingo. He escaped through the window and probably moved towards the bridge. Durch das Fenster entkommen? Die Schere. Die Scherben, die gehen. Warum einfach die Tür benutzen, ne? Die Scherben, die sind nach innen. Das heißt, er ist von außen reingeschlagen. Also ist er nicht von... Und das hätte alles keinen Sinn ergeben. Hat er gesagt, er ist durch das Fenster entkommen? Schade. Aber ich kann ihn nicht nochmal wiederholen. Das würde keinen Sinn ergeben. Ach, komm schon, jetzt muss ich durchs Fenster abhauen? Ehrlich jetzt? Okay. Wir können hier. Okay. So, wieder aufstehen, bitte. Ja, wir haben doch alle schon dort gescheckt und das Rätsel will ich nicht wirklich machen müssen, oder? Nein, 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 das müssen wir auch nicht machen. Das müssen wir nicht machen. Das hatten wir aber auch schon tatsächlich schon mal gesehen gehabt, das Rätsel. Ja, dann komme ich hier wieder raus. Und durch die Türen, was hier rausgeht, geht nicht? Ach komm schon, alle Spuren am Arsch hängt der Hammer. Na komm, nimm den Stuhl und räum dir wieder vor. Ordnung erschaffen wir. Nee, nee, ich benutze einfach den Stuhl. Kann ich nicht. Jetzt. Aha. Mal alles davor. Ach so, warte mal, waren wir nicht? Na klar. Bin ich doof im Kopf oder so? Dann rüst das Ding aus. Rüst das Ding aus. Rüst das aus? Okay, 81%. Was? Das ist hier. Das ist ganz nah. Scannen. Search the office thoroughly. Was? Hat nix. Wegsteckende. Moment. Ja, genau. Da haben wir den Täter da, der hier rumlief. Warum ist das denn so interessant? Warum ist das denn so interessant? Impuls. Okay. Gut, wegstecken. Jetzt können wir raus. I feel like I've missed something. Was? I should check all the clues first. Was? Okay. Er war hier am Schreibtisch. Und hat sich unsere ganze Scheiße mitgenommen. Komm schon. Ey, wie bin ich gerade komplett raus? Aus der ganzen Geschichte hier. Wir haben ihn hier. Und hier. Da und da. Aber sonst noch irgendwelche Anomalien hier? Wollten wir vielleicht mal mit Elsa hier reden? Elsa, was hast du denn dazu? Ich weiß nicht, mein Schatz. Aber wie findest du denn, wie mein Schal heute hängt? Das ist kein Schal, das ist eigentlich ein Tuch und meine Kette zwischen meinen Brüsten. Es sieht wunderschön aus, oder? Ja, genau. Oh, mach die Tür auf. Yep. Hm.
Es ist manchmal so anstrengend, so unwichtige Dinge einfach irgendwie zu haben. Okay, hier können wir definitiv nicht durch das Fenster raus. Wir sollen ja auch, glaube ich, auch gar nicht raus, ne? Oh, hier scheiße. Ach, guck mal an. Das Fenster geht da rum auf. Aber wenn ich dagegen hüpfe, dann möchte er da nicht. Mein Gott, dieser Stuhl, ne? Der macht mich hier kirre. So, husch, husch, weg da. Was ist denn da? Oh. Dieser Stuhl ist die reinste Katastrophe. Was hat es denn damit auf sich? Warum ist es bei diesem Scan-Dings da, das so zu erscheinen? Warum erscheint das so? Weil es wahrscheinlich super uralt ist und so ein Scheiß. Bombs, das waren unsere wunderbaren Nachbarn. Oh oh. Ja, jetzt steht er nicht mehr auf. Ich hätte mir echt vorgestellt, das ging hier so aus. Ich will dieses X nicht haben. Ja. Hopp. Es geht nicht nach außen auf. There could be more clues. I'll check it out. Also er lässt uns hier auch tatsächlich nicht raus. Okay. Ja, ist ja schön, dass es weitere Spuren gibt. Ja. Ja, hol dein Ding doch endlich raus da. Pack ihn aus. Kann ich ihn nicht scannen, wa? Weil es nur an der Wand. Ne, es geht nicht. Es könnte weiteren Spuren geben. Welche denn? Ja, hier sind wir mitten in diesen Anna. Aber... Aber er sagt dazu nichts. Bin ich so gerade zu blöd oder was? Ich bin zu blöde? Moment. Ich habe eine heiße Spur. Notiz mit dem Bild einer Schwalbe. Irgendjemand muss sie wohl gut sichtbar hier für mich hinterlassen haben. Aber warum? Hüte dich vor Schwalben. Ja. Ja. Schwalben. Schwalben können echt gemein sein. Hey, Baby! Whatever happens, don't leave the house and don't let anyone in until I come back. You're leaving me again? Ja. Are you crazy? The sheriff is on it. Let it go. The sheriff doesn't know what he's dealing with. If he really is who he says he is in the first place, he won't help anything. Don't be paranoid. The police are on our side. No one's on our side, Emma. No one. No one. Ganz und gar niemand. No point hanging around here. I've got to get him before he's off the radar. Es hat keinen Sinn, this message is crucial and he knows that very well. Maybe I'll find another signal outside. Dann wollen wir. I just hope I don't lose the trail. I can't see anything with my naked eye, but maybe the localizer will help. Oh, wir haben jetzt tatsächlich. The sheriff probably went for the bridge. Ja gut, das ist that's where I should start looking. Von unserem Büro, ne? Genau. Folge dem Lokalisierer. Wir haben keine lokalen Lokalisierung. Wo ist die Scheißbrücke? Da, wo wir hergehen. Oh, okay. There. Cross the bridge and hold up in the woods. Ach ja, diese Vertrauenserweckenden, ne? Es gibt hier. At least I know which way he went. Alter, was sind das denn für Riesenfüße? Meine sieht man nicht. Alles klar. Das macht das alles ein bisschen seriöser und ungefährlicher. Naja. The sheriff must be nearby. I'll check the area around the bridge. Anomalien. I think I'm on the right track. Okay. Er ging hier auf das Schild zu, definitiv. Mit seinem Hütchen, ne? Ja, das ist er tatsächlich, das ist er. Wir gehen aber mal hier links. Ich vermute mal, er ging hier links. Gehen wir ein bisschen schneller vielleicht. Aha. FIFA Fum. Hier treibt sich das Früchtchen herum. Das kann ja gar nicht allzu lange her gewesen sein, ne? Sheriff? Haben Sie den Übeltäter gefangen? Ich komme Ihnen zur Hilfe. Ich kann das besser als Sie machen. Oh Gott, warum soll es denn da nichts gehen? Über den Fluss rüber? Ich kann hier auch gar nicht runter, ne? Kann gar nicht zum Fluss runter. Gibt es hier eine scheiß Brücke rüber?
Oh, wir entfernen uns. Es muss doch hier eine schöne Brücke. Nicht mehr Scheiß sagen. Bin ich ehrlich. Muss doch hier eine wunderschöne Brücke rübergehen. Hier vielleicht. Oh, wir haben die Spur verloren. Ah, boop, boop, boop. Das ist ein R2D2-Geräusch. Wow. Ja, wir haben die Spur wieder aufgenommen. Erfasst haben wir sie. Er will tatsächlich, dass wir hier über den Fluss rübergehen. Aber hier gibt es ja nichts, wo wir über den Fluss rüberkommen. Oder wir nehmen einfach diese kleine süße Brücke hier. The signal is stronger. I'm getting close. He went up and cut the rope. Maybe I can find a side passage. Ja, toll. Oh. Na, zum Glück habe ich ja noch meinen. War das mit Ihnen in seiner Fantasie, mit denen? Nicht Fantasie, das war ja keine Fantasie. Er ist ja durch die Höhle gelaufen, hat die ganzen Leichen da gefunden, ne? Die am Baum hingen und alles. Das war er, ne? Das war nicht sein Urgroßonkel. Dingens in Kirchen. Das war seine Gegenwart. Ja, so kann man es, glaube ich, nennen, oder? David, Emma, me and my parents. And the movers. Who else knows our location? Someone from the office. Did Emma blurt it out to some friends? I don't think so. And I was cautious. I didn't leave any trail. Fuck, why can't I crack it? Wir haben die Spur wieder aufgenommen. Haben wir ihn. Hoffe ich mal. Aber der Sheriff ist irgendwie verschollen, ne? Der soll zur Brücke gelaufen sein und ist dann irgendwie nicht mehr wiedergekommen. Wahrscheinlich ist er schon tot. Wir müssen diese Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Sheriff nicht mehr am Leben ist. Oder ob der Sheriff vielleicht sogar der Täter war. Oh. Spooky Mokey. Das sieht hier frisch aus, diese ganze Kabellage hier. Und sehr, sehr lebensfroh, also farbenfroh. God damn it, it's an electric fence. An electric fence. What is it doing here? War ausgeschaltet? First, I need a cutoff power. Hab ich doch. Ausgeschaltet. Nicht wahr? Cutoff power. Check nur mal das Ding ganz kurz mal weg. Es geht mir irgendwie. Es ist noch ein Keks. Moment. Ach so, warte mal. Ah ja, okay, ich verstehe. Ja, super, abgeschlossen. Ah! Habe ich mich erschrocken? Bist du irre? Warum? Er willst du mich verscheißen, Junge? Warte mal. Da könnte ich einfach eine Stromleitung rumschnippeln, ja? Ein Sicherungskasten? Mach doch die Tür auf. Einfach aufmachen. Nun mach doch mal die Scheiße. Oh. Greif an, das Ding, und auf mit der Tür. Auf, auf. Tür auf, nicht so schüchtern. One down, there's more. Okay. Dass wir alle bunte Kabelchen verfolgen, wa? Hopp. Das ist sehr, sehr gut und professionell, dass so ein Kabel... Okay, ihr könnt da direkt durchlaufen. Also, wofür Strom, ne? Ach, wie schön. Das ist sehr gut verlegt, oder? Also sehr professionell. Ich würde mein Kabel nicht anders legen. Ach ja. Was war denn das? Hopp.
Geronimo. Ja, ich schaffe es genau zwischen die Spalte durchzufallen. Das ist schon klar. Weißt du, so ein kleines Löchlein, weißt du? Ich falle da durch. Mhm. Hier, geil. Oh, Backe. Alep. Ja, es reicht diesmal tatsächlich. Komm, rüber, Dude. Was ist denn das hier? Second one done. Okay. I think there's just one left. Ey, war da gerade jemand? Habe ich mir gerade das eingebildet? Nimm das, du Unhold. Dann schmeiß runter jetzt. Ja, genau, schon über diesen Schwerpunkt drüber. Schmeiß es runter. Wollte es einfach mal so. Und das auch noch. Mach ja einfach alles kaputt. So. Hoffentlich war das jetzt der längste Weg hier von den Kabeln. Von all den Kabellellen. Kabellage. Ach so. Na, wie kommen wir da wohl hoch, hä? Kabelsalat. Ja! Ah! Ja! Ah! Guck mal, Kuckuck. Mach doch ab da jetzt, die Scheiße. Immer in die verkehrte Richtung, ne? Das ist total geil. Jetzt geht er in die verkehrte Richtung. Nice. Okay, sehr gut. Muss immer in die verkehrte Richtung ziehen, normal in die richtige Richtung ziehen. Es ist willkürlich. Geh doch da hoch. Da. Alle, yep. Wie das alles summt, Alter. Das ist ja super, super, super stark schon. Weg mit der Scheiße hier. Müll. Hopp. That was the last one. I won't be electrocuted now. Wollte eigentlich hier sauber runterjumpen. So war eigentlich der Plan, damit ich den ganzen Affenweg nicht nochmal laufen muss. Ah ja. Hui. So. Den auch nochmal lieber runterziehen? Lieber, ne? Das ist sicher, sicher. Bop! Und das Türchen ist Öffchen. Njung. Geh durch. Danke. Okay. Checken wir weiter. Dupa, dupa, dupa. Fünf Prozent haben wir schon. Das ist klasse. Die Musik ist gerade super laut. Ich weiß nicht, welchen Zweck das erfüllen soll. Weil einfach wahrscheinlich, weil schön Wald und so, ne? Natürlich muss es in die gruselige Schlucht reingehen. Nur da gehen gruselige Täter hin. Oder gruselige Verbrecher, Spione, Mörder, Dinosaurier, keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung. Okay, wo sind wir denn hier eigentlich? Okay, tatsächlich gar nicht mal so weit verkehrt hier. Dann gehen wir mal da längs. Zum. Ich hätte mir jetzt so einen Hochstand erwartet, ne? Als so ein Feuerturm hier. Genau hier bei 97% müssen wir wahrscheinlich ins Haus gehen. Scheiße! Wer hätte das jetzt erwartet, ha? Huh?
Aber das Anomalie-Ding, das zeigt mir ja nun auch keine wirkliche Lösung an. Ja, es scheint hier im Haus zu sein. Ne, hier, warte mal. He was in this building, but the door is locked now. I'll follow him some more. Ich denke mal, so einfach finden wir keinen Weg hier dahin, ne? Warte mal. Ne. Mal. Ne. Warte doch einfach mal. Ne. Momentchen, Popenchen. Ne. Hallo. Shit, können wir auch hier nicht wegräumen, ne? Echt bedauerlich. Gut, das Problem ist... Kommen wir nicht rein. Das bringt auch nichts, wenn wir hier jetzt, glaube ich, irgendwie weiter weglaufen. Ach da, genau, so einen Turm habe ich mir vorgestellt. Hey. Lass uns da mal hinlaufen. The signal is coming from the tower. Interessant. Wow, da ganz hoch, ne? Welche Leute sich sowas... Aber das ist, damit kannst du die ganze Welt überblicken, ne? Die Türme sind echt gigantisch hoch. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Days Gone. Da hatten doch Boose und Deacon auch in so einem Turm gewohnt. Oder eben mal dann Wong Turn, den ersten Teil, wo sie sich da oben drin versteckt haben. Damn, not really scared of heights, but I better be careful. Guck dir mal diesen riesen Dingsfunkturm an. Riesenfunkturm, mitten im Nirgendwo. Du musst ja den perfekten Empfang hier haben. Ob die damals 1979 schon Internet hatten? Ah ja. Hier ist oben. Warte. Ah! Eine Anomalie. Bings. Ist draußen. Momentchen, was treibt sich darum? Erwischt. Was? Oh, da ist auch einer. Nee, das hat damit zu tun, glaube ich. I was right. He's not here. I should look around. It looks like he was hiding something in here. Ja, das ist ja, aber hier kann man gut wohnen, ne? Hat man gut besten Aussicht und so. Eis ab, eis ab. Achso, schieb einfach weg, genau. Einfach weg. Ups. Upsi, pupsi. Da ist ein Schlüssel. Gib her den Schlüssel. Ja. Was? Ach, das sind diese. Was sind das denn? Diese Spionagesender oder was sind das? Ich meine, er weiß ja, was es ist. Okay. This must be the key to the house. Let's see what he's hiding there. Hat schon eine schöne Aussicht, ha? Huh? Nein! Wetten, unser Haus sieht man, na klar! I shouldn't have left her alone again. Naja, sie scheint in bester Gesellschaft, mit irgendjemand sappelt sie ja da.
Und er sagt, ja, ich hätte es nicht allein lassen. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass da beobachtet wird auf sein Haus direkt? Also mich würde das eher stutziger machen, anstatt die Frage oder die Feststellung, ich hätte es nicht alleine lassen dürfen. Juhu! Okay, gut. Ja, keine Sorge, wir haben ja jetzt erstmal einen Schlüssel, ne? Es wird dunkler und nebliger und gruseliger hier. Bangs! Tür ist auf. Aha. Was können wir uns aussuchen? Die gruseligen Keller, oder? Ja, den gruseligen Keller. Wir nehmen doch lieber den gruseligen Keller. Müssen wir den mit dem Schalter betätigen, oder geht er so auf? Steck doch mal dein Ding da jetzt weg, wir machen. So ein Blödsinn. Das Ding kann man das irgendwie anmachen? Oh, Scheiße, oh, okay. Was? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Er sagt dazu auch nichts so, ne? Oh, Kacke, hey. Ich komme hier voll nicht ins Haus. Total öde. Secure the entrance with a cipher. The wires lead inside the house. Dein Code gesichert. Das Kabel führt ins Haus. Ja, das ist uns schon aufgefallen, ja. Oh mein Gott, was sollen wir sonst hier machen? Hilfe, Hilfe. Irgendeine Idee, so schlaues Gerät. Scannen. Notfall immer scannen. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Okay, Tür zu. Ja, geht nichts hier. Geht hier, machen Generator an. Das sind russische Kollegen, die uns hier spionieren. Da müssen wir rausfinden und der versuchen. Okay, so I'll storm in and give the guy hell until he tells me everything. I just hope his English is better than my Russian. Habe ich ja gerade geübt. Oh. Mal, Kollege. Hallo. Hätte ich dich heute gerade gefunden? Motherfuckers, they know everything about us. Everything. Fuck, they've been watching our every move. Even here, where we were supposed to be off their radar. Lost? I wouldn't be so sure. Did he mention the copies? Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. The handler is concerned. We've got a serious conversation ahead of us. Who's behind all this? Since when have they been doing it? If they had me exposed, why didn't they steal the telegrams before? Ja. Diese Frage werden wir jetzt wohl beantworten. Haben wir eine Möglichkeit da? Nee, das sind wir alleine auf uns gestellt. So. Er lag bereits auf der Lauer, als wir hier ankamen. Ja, rotieren um die versteckte. Oh! Alle drei? Wusste dieser Miskel sogar, dass wir ein Kind erwarten? Alle drei sind unversehrt angekommen. Unversehrt angekommen! Naja, ich glaube. Immer dieselben Aschenbecher. Ich glaube, darüber machen sich keine Gedanken, ne? Eigentlich unversehrt angekommen. Okay. Scheiße, er kennt jedes Detail. Als ob er in unserem Bett geschlafen hätte. Zwinger! Adam ist um 5.21 Uhr aufgewacht, obwohl er gestern spät in den Schlaf gefallen ist. Emma ist um 8.40 Uhr aufgestanden. Danach haben sie gemeinsam gefrühstückt. Als sie ihn fragte, ob er die erste Nacht im neuen Haus gut geschlafen hat, log er sie an und sagte, ja, er schläft gerade einmal 5 bis 6 Stunden am Tag, manchmal auch weniger. Es ist nicht seine einzige Lüge gegenüber seiner Frau. Emma hat jedoch auch ihre eigenen Geheimnisse. Beide geben an, sich gegenseitig vollständig zu vertrauen. Doch das ist nicht der Fall. Heutzutage kann man niemandem trauen, nicht einmal sich selbst. Oh. Rotation. Okay, das ist ein bisschen gruselig, dass hier auch so ein ganzes
Profilding von uns angeschaut. Woher wissen das, Alter? Diese ganze Technik. Es war super veraltet, aber Technik, ne? Die wohl dafür da ist, um Menschen wie uns auszuspionieren. What is that son of a bitch up to? Auf jeden Fall hat er auch Schlafprobleme offensichtlich. Und er ist nicht allein. He's marked the places with the relays on the map. It seems I've gotten rid of them all. So we had been bugged all along. Fuck me. Okay. Ach, das sind, genau, das sind die Wanzen, die wir nicht mehr dauernd kaputt machen. Das ist, glaube ich, jetzt gerade irrelevant. Ah. Noch mehr zum Lesen. Notizen über Adam. Hier können wir witzigerweise nicht lesen. Er hat jede meine Bewegung überwacht, aber warum hat er auf diese Weise darüber berichtet? Und warum hat er manche Buchstaben kleingeschrieben? Ja. Lass mal lesen. Hat etwas unter einem Bett gefunden, als er einige Kartons zum Dachboden brachte. Was er gefunden hat, ist vielleicht wichtiger, als er vielleicht denkt. Also sieht nach mal, Alter, manchmal aus, als ob sie Angst vor etwas hat. Sie war es, die unbedingt umziehen wollte. Er hat mit der D gesprochen, tappt aber noch immer im Dunkeln. Auch eine weitere Person hat Verbindungen zu aufgenommen. Sag mal, sagen wir mal, ich habe, oh Alter, das ist schwer zu lesen, ich habe überall Augen und Ohren. Das ist super schwer zu lesen, Alter, wenn das so behindert geschrieben worden ist. Wahrscheinlich damit, naja, kann man sich vorstellen, irgendwo kommt man ja sowieso dahinter, wenn man das liest. Ein Zack! Käme mir nicht auf den Zack! Ah! Was wäre denn der Computer oder was? Der Komposter? Nein. Alles so eine Abhörgeräte hier. Ach, scheiße, hätten wir uns das doch mal angeguckt, das scheiß Buch da, ne? Pause. Dr. Len, what to have to encrypt, das versteht die Meister. Entschuldigung. Nach links, nach rechts. Ach. Ich hasse so etwas, solche Rätsel, ne? War es das schon? Bügeln, Message. Drauflegen, was? Message? Was? Message? Was ist das? Das ist ja diese Enigma-Maschine hier. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Maybe I should check what this button does. Drücken wir nochmal auf. Strom! Wo jetzt immer gleich alles so summt, ne? Wow, damit könnte ich... Oh, hier voll. Damit könnte ich gar nicht arbeiten. Das wird mir zu anstrengend, dieses Summen dauernd zu hören. Brille, Funkgerät, der wird ganz in der Nähe sein. Oh! Das ist der Kom... Oh nein, das ist diese Scheißmaschine, ne? Dieses Rätsel da. Commander. Ich kann damit nichts anfangen. Ich bin da nicht so. So, Kinderchen, ob wir dieses Rätsel lösen werden, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Danke fürs Reinschalten und tschö mit Ö und schau mit V. Bis zum nächsten Mal.